Haben Sie ihn erkannt unterm Helm? Musical-Liebling Lukas Perrmann reitet seit seiner Kindheit und kommt oft mit seiner Familie in den Reitstall Wolfsgrad. Auf dem hohen Ross sitzt er aber keineswegs, vielmehr auf einem Islandpferd. Ich mag sehr gern die kleinen Pferdchen, kann ich nicht so weit runterfallen, ist gesünder. Und sie haben einen unglaublich tollen Gang. Ich kenne jetzt ja, muss ich sagen, zu meiner Schande, Tölt und Trafen nicht immer gut auseinander. Deswegen habe ich eine Reitlehrerin. Singt da auch manchmal beim Reiten? Das haben wir noch nie gehabt, das könnten wir aber einführen. Wäre ich sehr dafür. Ich will die Pferde nicht verstören. Ah, das ist bei unseren Pferden Gott sei Dank in der Schule, die sind so ausgebildet, dass sie alles nicht aushalten. So schnell was verstören. Sogar Musical. Genau, die halten alles aus. Na Jeanne, du auch eine Runde? Ich habe irgendwie im Laufe der Jahre einen wahnsinnigen Respekt entwickelt. Ich generell vor Tieren, vor Regenwürmern genauso, aber die sind natürlich nicht so gewaltig in ihrer Erscheinung wie ein Pferd. Ich glaube, das macht er absichtlich, oder? Natürlich macht er das absichtlich. Er hat ja nicht mehr so viel Gelegenheit, mich zu ärgern. Und auch die beiden Töchter sitzen schon fest im Sattel und genießen den neuen Outdoor-Bereich, der der Nachfrage gerecht werden soll. Es kommen total viele Leute, die sagen, hey, ich sitze den ganzen Tag im Büro, ich möchte raus, ich will Outdoor, ich will Wiese. Zu mir kommen oft Manager und fragen mich, ob sie Holz hacken können. Er heißt übrigens nicht zufällig genau so wie der legendäre Purkersdorfer Nikodemuswirt, ist der doch sein Vater. Reitet er auch, der Papa? Schlecht. Aber als Opa macht er sich sichtlich ganz gut. Hervorragend sogar. Ich kann mir keinen besseren wünschen.